Wien ist nicht nur eine der schönsten Städte der Welt, nein, sie hat auch zwei der schönsten Toiletten der Welt. Hier hinter uns im 100-Wasser-Village ist angeblich die zweitschönste Wiens und die sehen wir uns jetzt an. Ein plätschernder Wasserfall, bunte Fliesen und Spiegel, die eher Dekoration als Nutzobjekt sind. Das ist die Toilette of Modern Art im 100-Wasser-Village gegenüber der beliebten Touristenattraktion im 3. Wiener Gemeindebezirk. Gestaltet wurde das WC nach einer Idee von Friedensreich 100-Wasser. Es ist laut der Reiseplattform virtualtourist.com das zweitschönste WC Wiens und das 10. schönste weltweit. Grundsätzlich ist natürlich am allerwichtigsten die Sauberkeit. Das ist natürlich das Um und Auf daran und dann eine außergewöhnliche Dekoration zu bieten. Nicht die übliche Toilette, so wie sie überall ist, und das freut den Touristen sehr. Und man hört immer wieder, so etwas habe ich noch nie gesehen, in dieser Art und Weise, so eine Ausstattung. Das war also die zweitschönste Toilette Wiens und wo könnte sich wohl die schönste verbergen, wenn nicht im Herzen der Stadt? Direkt vor der Oper, in der Opernpassage. Hier ist es also, das Prunkstück österreichischer WC-Kultur. In Steinwurfweite zur Wiener Staatsoper befindet sich am Fuße der Rolltreppe zur Opernpassage die schönste Toilette Wiens und die immerhin 8. schönste der Welt. Glaubt man der Internetplattform virtualtourist.com wohlgemerkt. Es gibt Logentüren im Staatsopernstil, Gemälde und Blumen. Und da man sich im Untergrund befindet, ist natürlich auch der 3. Mann nicht weit. Und um das Ganze abzurunden, wird man von Walzerklängen beschallt. Es wird immer Walzer gespielt. Wien ist die Stadt der Walzer, also muss hier Walzer gespielt werden, gerade bei der Oper direkt. So schön sie sind, die Walzerklänge haben leider nicht zum Sieg gereicht. Für alle, die es nun ganz genau wissen wollen, die schönste Toilette der Welt befindet sich in New York.